Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Millennium A New Hope. Ich trinke jetzt nochmal ganz kurz was und dann geht's auch direkt weiter, okay? So. Die Null ist halt meine, also Numpad 0 ist halt meine Mute-Taste und die ist hier in dem Spiel, leider Gottes, auch das Menü. Was ich sagen wollte, unter anderem, ihr seht ja unterm Safen, hier, ich habe einfach mal 7 Minuten gebraucht, um alles zu machen, Haare ordentlich, damit sie halt nicht mehr jucken und schnell mal eben was zu essen, was so gut tat. Ich habe jetzt echt einen vollen Magen und fühle mich gar nicht, dass ich zusammenbrechen könnte. Ach komm schon, echt jetzt? Hier war ich doch schon? Oder halt, nein. Das soll einen nur verwirren. Oder ich war hier schon. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube eher nicht. Obwohl, wenn ich so recht überlege, war das nicht hier sogar, wo ich die zwei Heildinger her habe. Ach! Okay. Ach nein, war das jetzt echt schon der 18. Raum? Oh Gott, wir müssen so viele Secret Rooms nachholen noch. Aber wir kriegen wieder Points collected. Sprich, hier muss irgendwo noch was sein. Nichts? So überhaupt gar nichts? Das ist einfach nur so ein Raum mit einer Kiste, die leer ist? Okay, egal. Heißt, das ist der 18. Raum, den wir jetzt finden. Wovon ich, glaube ich, ja, jetzt mindestens 20 Räume verpasst habe. Gefühlt. Hier kommen wir nicht vorbei. Weil halt Logik. Sprich, dann gehen wir nach unten und gucken nach, was da so steht. Sprich, da steht wahrscheinlich gar nichts, ne? Ne. Gut. Das spricht dafür, dass wir jetzt noch weiter hier überprüfen, die anderen Gänge, die hier noch sind. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Hier ist nichts. Es können auch Sackgassen sein halt, ne? Wie die aber auch sich alle einreihen, ne? Ich hätte vielleicht hier hingehen sollen, dann sehe ich auch, dass es... Moment, der eine leuchtet extrem. Vielleicht ist er bei den anderen... auch sowas, was auffällt. Ja komm, dass das eine so extrem leuchtet, das muss ja was zu heißen zu haben, oder nicht? Sprich, da gehe ich jetzt erstmal noch mit Absicht rein. Und der unterste, den lasse ich jetzt komplett aus. Ich finde hier aber auch nichts, ne? Das Glück ist mir nicht hold. Oh Gott, irgendwie juckt der Ellenbogen, das ist doch jetzt nicht wahr. Und ich kann mich leider nicht am Stuhl kratzen, also so mit dem Ellenbogen drüber scheuern. Weil ich dann wieder die Tasten mir vorsuchen muss. BZW halt die Tastatur nach vorne ziehen muss dafür. Okay, schnell. Bildschirmwechsel, darf man sich kurz bewegen. So. Ja, warte mal. Das ist da hinten doch mal ein bisschen verdächtig. Oder auch nicht, weil da einfach gar nichts ist. Sah aber so aus, Mann. Na gut, auf der anderen Seite ist genau dasselbe, bloß dass hier ein Tisch ist. Der irgendwie gar nichts bewirkt, leider. Ist der jetzt vielleicht aktiv geworden? Welcome to the Tech Room. Nö, also wirklich, also aktiv in dem Sinne nicht. Aber dann fällt mir auf, dass ich dann mit euch schon hier alles abgelaufen bin. So nebenbei erwähnt halt. Von daher
Ist das zwar jetzt schade, aber auch nicht so wichtig. Regros wichtig. Ja, ihr seht richtig. Was mir am meisten gefallen mag, dass wir richtig nah am Level 30 bei Hirado sind. Sprich, es braucht nicht mehr viel. Ich brauche allgemein. Na gut. 3000 ist echt nicht mehr. Ne, warte. 3000? 30.000, ne? Ne. Moment. 1, 2, 3. Doch, 3000 sind nur noch. Sind halt echt nicht viel. Wie ich halt immer noch hoffe, wenn ich nach unten laufe und irgendwo ja mit interagiere, dass da halt irgendwie was zu lesen ist. Sprich, der Publisher oder der Entwickler war es hier, ne, so ein Motto. Okay, das war jetzt der Kampf. Ich dachte, ich habe jetzt die Wand angesprochen und da wäre wieder ein fantastischer Raum. Das wollte ich nämlich eigentlich gerade machen, aber hey, wenn der Gegner meint, ich lasse ihn jetzt nicht, dann muss der Gegner erstmal gehen, ne? Gott, und es ist immer noch so ekelhaft warm in meinem Zimmer. Halt echt alles überprüfe mittlerweile auf ja solche Geschichten. Danke. So. Ja, noch 2000 verbleibend. Ja, ich weiß, ein bisschen mehr oder weniger ist es schon, aber so richtig kann man das ja auch nicht für voll nehmen. Aber ich glaube, ich bin doch jetzt in Gebieten, wo ich noch nicht war. Aber an den Raum da unten kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Naja. Aber wie gesagt, ich hatte das schon mal angekündigt. Wenn ihr wollt, dass ich Teil 2, 3, 4 und 5 auch noch spiele, ja, es gibt 5 Teile von Millennium Hub, dann schreibt das gerne mal unten rein. Ich schaue, was ich machen kann oder was sich machen lässt. Und dann wird das auch auf sicher kommen. Aber halt nicht sofort nach Millennium Hub. Da soll nämlich erstmal noch was anderes kommen. Sprich, da habe ich ganz was anderes erstmal eingeplant. Und wenn ich es dann auch richtig hinkriege, geht es bald auch mit Gothic 1 los. Aber dafür muss ich halt mir erstmal eine Art Leih-Laptop holen, wahrscheinlich. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gerannt, weiß ich Bescheid. Vielleicht werde ich auch ein altes Final Fantasy Spiel spielen mal. Und das wirklich auf einem Emulator. Weil ich kriege jetzt irgendwie richtig Bock auf Final Fantasy, wenn ich hier so diese RPG-Zeit habe, ne? Ah, Mann. Das Spiel bringt mich schon in Versuchung, direkt zu sagen, okay, als nächstes kommt Final Fantasy. Aber nein, davon spreche ich nicht. Es kommt erstmal, wie es kommt. Nämlich danach ein anderes Spiel. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja hier noch irgendwie ein Raum. Genau, richtig. Das war ja der hier. Wo ich mir schon gedacht habe, dass hier vielleicht noch was sein könnte. Sprich, wir gucken mal. So richtig was bringen tat das ja eh nicht. Nee, okay. Sprich, hier können wir wieder raus.
beide Seiten überprüfen, um auf Unregelmäßigkeiten, aber das ist nichts. Also richtig blicke ich halt echt nicht durch, wie man diese Secret Rooms sonst finden soll. Ich überprüfe halt alles jetzt mittlerweile. Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten in der Raumstruktur des Raumes, den wir gerade betreten. Ja. Nicht wirklich richtig hilfreich, aber es bringt halt was, ne? So, und so richtig zurückfinden tue ich auch gerade nicht. Weil ich halt echt nicht weiß, wo ich bin. Ach so, hier ist einer der weiteren Schalter. Troid BK 28. My name is BK 28. Need tankletes Pilz. Na gut, das hatten wir ja schon. Wer den Part verpasst haben sollte, bitte nachholen. Ich werde jetzt nicht nochmal diesen ganzen Text da nochmal vor mich her stammeln. Nein, das werde ich nicht tun. Das nochmal stammeln. Hört sich, glaube ich, besser an. Na gut, egal. Wichtiger ist eins. Wir müssen es zurückfinden. Und das tun wir, glaube ich, gerade. Richtig? Richtig. Momentan ist auch noch die Gruppe zusammen, also noch keiner ins Abseits oder Jenseits befördert worden. Sprich, darum müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Zumindest nicht so richtig. Und ich sag mal so, für so eine Low-Budget, in Anführungszeichen, Produktion sind die Laufanimationen von den Figuren aber richtig gut gelungen, demjenigen. Ich sag mal so, ich habe schon mal versucht selber, zum Beispiel eine Spinne, die halt hoch und runter krabbelt, ja, zu erstellen. Und das war nicht wirklich mit Erfolg geschmückt. Also zu pixeln, das Ganze ist halt schon richtig schwierig. Richtig schön, wir haben es jetzt gleich geschafft. Jetzt müssen wir noch 7000. Ne, Quatsch, 6000 noch holen. Ich gehe ganz kurz mal zum Heilautomaten, wollte ich gerade sagen. Zum Heilen. Ja, das spricht dafür sogar. Weil, ich sag mal so: Wir haben zwar noch massig SP bei mir und bei Hirado, aber wir brauchen unbedingt wieder was für Benjot. Sprich halt. Um Zauber auszuüben, überhaupt. Aber ich hoffe, dass Level 30 bei Hirado einfach reicht. Nicht, dass ich noch weitere 5 Level brauche. Okay, Moment mal ganz kurz. Ich muss mal den Schweiß hier von der beziehungsweise von beiden Stuhllehnen runterwischen. So. Die Tasten wiederfinden. So. Oh, Mann. Warte mal, können wir eigentlich ständig da Schüssen hin und her rennen und einfach dadurch den Gegner wieder hinspawnen? Das wäre. Das war ein bisschen geschummelt, spricht da auch nichts dagegen, oder? Aber wenn der richtig gut XP bringt, ist das sowieso ganz praktisch. Sprich, dann mache ich das einfach so. Ja, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ich Schlaumeier. So. Mal sehen, ob die mehr XP bringen. Mir mehr XP bringt für ihn. Oder ob der da oben halt richtig XP bringt. Da mache ich einfach den Hin- und Herlauftrick einfach nur. So, 310. So, sprich, ich gehe jetzt nochmal nach oben. Guck mal, wie viel der bringt da.
einzeln herumlaufende. Sprich, ob der halt mehr XP mir einbringt. Was halt recht gut wäre. 231. Ne, dann bringt der. Dann bringt diese Skelettmannschaft hier unten mehr. Und vorhin liegt auch näher beieinander. Und ja, ich weiß, es war jetzt geschummelt ein bisschen dadurch, aber hey. Wenn es halt geht, dann macht man es halt, ne? Wait, what? Ach, das sind wieder Skelette, die keine Ohren haben. Ich verstehe. Sprich, die sehen sie nur herumschreien und denken sich so, oh Gott, eine hysterische. Huch. Hallo? Danke. Ich brauche ja auch nicht immer herumzubrüllen da im Spiel. Obwohl, eigentlich hätte ich gerne, dass Hirado 300 Leben hätte. Das wäre so richtig schön. Bei unser... Ja, Kollege, der ist ja schon mit 300 Leben gesegnet. Also unsere Kollegin, die Karen. Sprich, da muss ich natürlich auch noch hinterherziehen. Den Benjot und die Marine. Die Marion, meine ich. Das E spricht man ja gar nicht mehr. Warte mal, was sagt das Level? 5, 6, 7, 8. Okay, 3000 noch. Und der Part ist auch schon wieder fast zu Ende. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber mich freut eins, dass das Bild immerhin flüssig läuft. Oh, warte mal, wir haben Equipment gekriegt. Ah, aber wieder... Ah. Oh, Moment, das macht die Attack richtig hart hoch. Und wir haben gar nicht so viel Einbuße bei PDEF und bei MDEF. Das ist richtig gut, ja, mache ich. Sonst habe ich auch gerade nichts, ne? Da kann ich halt nicht vergleichen, leider gerade. Wie schaut es denn bei anderen aus? Ach so, ja. So momentan, ich verstehe. Hm. Ich sollte vielleicht, wenn ich mal aus dem Dungeon raus bin, mal ein paar Sachen verkaufen, die ich doppelt und dreifach habe an Ausrüstung. Sprich, das, was ich im Moment nicht angelegt habe, zum Beispiel. So, jetzt will ich mal sehen, was macht der jetzt für einen Schaden raushauen. Okay, irgendwie gar nichts, aber er slowed. Oder war das jetzt einfach so, weil gerade nicht richtig zum Angriff gekommen ist? Und ich werde es ja gleich nochmal sehen. So, bitte Attack. Ich bitte auch richtig schön Schaden. Ich habe doch gerade dir was ausgerüstet, was dir richtig Schaden bringt. Ach so, Moment, Moment. Jetzt stelle ich gerade was fest.
Es macht zwar die Attack extrem hoch, aber macht halt nicht mehr diesen Effekt, also diesen Blitzeffekt. Ach, ist egal. Das heißt aber, das ist alles nicht schlau, ne? Iron Fist. Okay, die Laser Cannon ist wohl das Schlechteste, also vom Allgemeinschaden her. Sprich, ich muss eigentlich für Hirado noch eine gute Waffe finden, fällt mir dann ein. Immerhin slowt er ihn offensichtlich und macht dabei Schaden. Moment. Ah, okay, ich konnte jetzt nicht mehr sehen, wie viel. Ich mach mal jetzt eben Defend bei den Skeletten. Das heißt, Defend, 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 Attack. Ja, natürlich muss er dann auch noch missen. Ich mach das mal mit Red Orb. Heil dafür sie mal eben. Sie darf einmal schreien, bitte, damit er überhaupt zum Zug kommt. Sogar gepusht jetzt auch noch. 118, ja gut, das ist verwertbar. Wenn ich davon nur die Hälfte habe, also sprich halber Schaden, nicht durch den Attack-Boost halt, dann sind wir immerhin schon bei, naja, 60 oder so. Ne, sogar ganz genau. Und zwar 64. Kann ich euch sagen, okay, das ist wieder... Seit wann kann ich so schnell rechnen? Da ist doch irgendwas falsch gegangen. Ne, warte, 118? Ah, das ist 50. Ah, ne! 59 sind wir. Bei Schaden, genau. Wenn wir die Hälfte nehmen. Schöner kleiner Fehler, den man immer mal machen kann bei solchen Summen. Die halt gerade anfangen, aber wenn man sie lang genug durchzweigt, halt ungerade werden. Was sagt eigentlich mein Stand? Mein Stand sagt 39.000. Und ja, ich weiß, momentan mache ich nichts mehr, als hier ständig hoch und runter zu rennen. Deswegen würde ich sagen, mache ich das jetzt gleich mal im Off noch ein bisschen. Oder Moment, ist Beniot schon Level. Beniot gleich schon. Hirado schon Level 30? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Fällt mir gerade auf. Ah ne, fehlen nur noch. Huch, okay, fehlen nicht mehr viel. Dann will ich mich einmal heilen gehen. Dann ihn einmal hier bekämpfen. Um regelrecht auszurasten vor Punkten. Und dann müsste ich auch das Level-Up schon haben. Sprich, wir können dann auch direkt zum Bosskampf im nächsten Part übergehen. Doch noch nicht. Ich habe aber keinen Schaden eingesteckt, das ist schon mal wenigstens was Gutes. Ja, 60 so. Ich meine, also 59, 60 ist ja mindestens der Dreh. So, und Level Up. Doch noch nicht? Ach komm schon. Ihr seht das auch, ne? Es ist wirklich nur 100 Fitzelchen. Okay. Kurz heilen und dann begehe ich mich schon mal Richtung Bossraum wieder. Auf dem Weg kann ich ja dann noch irgendwas mitnehmen. Aber nicht unbedingt der Ritter, weil der macht mir instant Karma-Schaden. So im Motto, ne? So. Ach, jetzt so instant Karma. Ich mach dir mal 3 Leute weg auf einmal. Und das brauche ich ja jetzt nicht. Das heißt, den einen vorm Bossraum werde ich noch mitnehmen hier. Wo ist der? Da ist er schon. Sprich, der hier. Und dann wird das auch schon reichen von der Kopierung her. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir bei 275 Leben rauskommen. Mindestens. Wenn nicht sogar ein klein bisschen mehr noch. Ja, sogar ganz genau. Hey, richtig schön. Moment,
Wie konnte ich das denn jetzt erraten überhaupt? Sonst bin ich doch nie so genau mit dem Gedankengang her. Na egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Brauchen wir irgendwie Heilung? Nicht wirklich, ne? Nee. Oh, aber schön zu sehen, dass Marin auch schon fast durch ist. Ach, Mann, falsche Taste. Dann speichere ich nochmal. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir sehen und hören uns im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Star Wars. Haut rein. Und ciao.